Nun, Tja, und schon den Tag hier heute von dir. Nun haben die gute Nachtgeschichte fertig schlugen und eine gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Liebe Tänja, sehr gereut, um die Geschichte zu hören. Nun werde ich den Psalm 27, der Vers, vorher lesen. Da steht dort so: Ich habe bloß ein Gebet an dem Herrn. Nur eins steht mein Verlangen. Ich möchte wohnen im Haus des Herrn mein ganzes Leben, um die Freundlichkeit von dem Herrn zu sein, in der Frieden haben und seinem Hüs. Jetzt dort auch so, der je jieren in dort Gottes Hüs gehen, Tänja? Ha je auch jene Frieden in dort Gottes Hüs? Jo, et je lauf je gehen alle jieren te tjort, besonders wenn dort schönet Wader ist, wenn de Sonne scheint, in dort Herz jubelt, man freut sich, dort alles so jeroin is, in der Luft so frisch is, in ob de Ferien singen, in dann haft onja ganz viel Mut, de Tjort te gun, in doa Gott te loven. De Natur te beobachten, dort jet immer so erschoin, se moja wie in de Natur sonnen, desto moja, tja wie sonnen wir Gott alles merken det. Jo, wann wie sonnen de, schmocke Blumen in de Ferien in ihre Nasta, und wird diese wunderschön singen dünn, und an de Fruchtbäum, wann de blühen, dort lat auch se schmock, dort lat ne Brütkleider, nicht wahr? In de Natur, de lat se schmock, de junge Schubjes, de springen, in de Blumen, de blühen, de goldene Sumpftortelblumen, die breiten sich üt wie ein bunter Teppich über die Wiese. Die ganze Jähn, die strahlt in herrliche Farbenpracht. Die Wien hüpfen die Tänja auch ganz fröhlich und sie freuen sich über die Natur. Und sie singen Leute: Schön sind die Wälder, schön sind die Felder in der schönen Frühlingszeit. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Nu ha je alle Mut, Tänja, dort in der Tür so ja schon kon sein, aber Jesus ist immer noch der Beste, in der Reinste, in der Schmackste. Warum? Wer ihn heu allein ans Hort kon fröhlich machen. Jo, auch dort kleine Mialtje, doi du an Dach eva mit de Tänja spielen dort, in sind schmocken Blumenstrauße plocken hat, doi wird auch ganz früh. Aber da kommt wat ganz dunkelt ab eumes. Ja, sie hat sich verbiestert. De andere Tänja, die wollen alle in den Hüs ran. Und so, sie wollen noch ein bisschen mehr Blumen plätten. Und nu fängt sie nicht mehr dem weichtretenden Hüs. Nu hat sie ein ganz trüge Tortje. Sie wird ganz ängstlich geworden und sie konnte andere Mädchen nicht finden. Dem ihr Leid jen durch dessen Welt ein Prediger. Und da sagt das rührende Mädchen: Na, früchte dir, warum weinst du so bitterlich? Aber ich hab mich verbiestert. Die andere Tänja sind alle weichgerannt und ich will noch ein paar mehr Blumen plätten für meine Mami. Wer holst du denn? Ich holt in Gemüller. Oh, dort ist so schön.
Aber da darf die Hunde, die Tänja, die Müller halten. Weißt du, wo du wohnst? Wer hat ihn da? Ich wollte nicht für mein Darb heute. Ich wohne tüß bei meiner Mami, sagt der Kleine ganz trü. Oh, wer soll wie dann den Darb finden? Fragt der Prediger. Tut mir alte Rot. Ich wollte nicht, wo mein Darb ist. Ich hab bloß die größte Tür, wo wir jeder sind, da hangen. Dort wird immer eine Glocke läuten. Wenn ich dort bei der Tür wird sein, dann würde ich den weichen Futzenhüß finden. Oh, wer sieht an jene Tür aus? Fragt der Prediger. Unsere Tür, die hat zwei Türme. In der ist aus dem roten Stein gebaut. Und du hast bloß mal eine Glocke. Nu wist de Prediger kreit uit van daar dat meldje kom. Dat kof en de sejeen plus ohne tjoet met twee türme. De Prediger, de vierde kleine meldje, bad en daar nen. Als dat meldje de tjoet zacht, dan röp ze gons luid. Du es de tjoet, du gooit emma teretinja stund han. Nu ziet je al mees thuis. De Prediger, de brach haar gons ne huis. Wir freuen werden die Eltern, als er Erdli nicht melden sagen. Jo, die Mami hat sich so eine große Sorgen gemerkt. Und nu können sie Erdli nicht melden in den Ohrens nehmen. Aber dort ist so gut, dass das kleine Melden immer wieder die Tür gehen. Wo sie das Wort Gottes hört und wo sie die Geschichten von Jesus hört. Und sie können auch nicht für jeden, wo die Tür aussagt. Und du wärst von der Prediger auch dort Haus, wo sie wohnen dort. Und Tänja, wie ist dort bei uns? Können wir auch hier in der Tür? Und dann wie dem Weich, ne der himmlische Heimat? Ne dem Paradies? Der König David, der hat einmal eine ganz besondere Bett. Ich möchte wohnen ein Haus von meinem Gott mein ganzes Leben lang. Um die Freundlichkeit des Herrn zu sein, in der Freude zu haben und seinen Hüß. Wie gut, dass der Inge immer die Tür geht. Auch wenn sie verbessert wird, dann könnte der Wunsch sein, wie die Tür aussagt. Und dort wird schon, nicht wahr? Nun werden wir beten. Wir danken dir, lieber Gott, für unsere Tür, für den Prediger, der dort jeder Sonntag predigen wird und auch für deine Hilfe eine große Not. Amen. Über unsere Erde aus.
Gute Nacht. Gute Nacht. Schlupft's euch.